Guten Tag, ich bin wieder da und ich sehe irgendwie aus dieser Perspektive gar nicht mal so schlecht aus. Ja, wir sind in... Es sind Gegner, es sind alles Gegner. Natürlich sind das alles Gegner. Toll. Ja, ich wollte schon sagen. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Menschen? Nein, nicht Menschen. Neue Bekanntschaften, noch mehr NPCs. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Oh, wie süß, kleine Krabben. Überreste eines. Ja. Was bist denn du? Hey, reg dich ab, Junge. Gut, ich dachte, das sind NPCs. Nein, es sind Gegner. Interessante Holzstrukturen oder Konstruktionen, keine Ahnung. Da ist ein Lagerfeuer. Lagerfeuer. Ein Leichnam, das ist ein Gegner. Vermutlich noch irgend so ein. Er macht aber nichts. Doch, jetzt macht er was. Alter. Boah, der macht guten Ausdauerverbrauch. Dabei wollte ich ihn zuerst gar nicht angreifen, weil er nichts gemacht hat. Aber okay. Meine rumsitzen und rumgucken ist ja kein Verbrechen, ne? Aber okay. So, was hast du hier? Blut. Gut. Da. Ach, ich weiß nicht, wo ich bin. Erstmal Scherbe. Hey. Wurfmesser. Ich möchte die Wurfmesser haben. So. Bomben brauche ich nicht. Oh, wie süß. Ach, das sind Feinde, natürlich. Die ersten Tiere, die ich hier sehe, sind natürlich auch Feinde. Ja, komm. Dark Souls. Ein Lagerfeuer. Dark Souls halt. Ja. Sofort speichern. Speichern, genau. Hey, und reinsetzen. Yay. Ach du Heilige. Ja, wie will man dich denn hier über... Ach du... verdammt. Es sind zwei. Gut, das wäre eine Überraschung gewesen, würde ich nicht hier oben stehen. Eins, zwei, drei, vier. So viel Loot. Wow. Okay, jetzt muss ich das Wort abzensieren, ne? Hm. Gut, ist... Hoch, Akkus, fast alle. Moment. Mein Timer-Aufnahmegerät benötigt Energie. Na los. Spooky Energie. So. So, alles gefixt, gar kein Problem. Dann. Wir sind frisch. Das heißt, wir können. Den muss ich doch erstmal wegmachen. Die muss ich noch erstmal wegmachen. Hey. Oh ja, die röcheln sich da erstmal aus. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Hat er auf mich mit Magie geschossen? Ein Zauberer!
Er hat den gleichen Hut wie diese Missionarin da. Ich nehme mal an, dass das sind alles Feinde, also sollte ich die lieber wegmachen. Ach, Moment, das sind jetzt diese Typen aus dem Schrein, glaube ich. Glaube ich. Und mir fällt gerade ein, ich habe die Diebesdolche nicht angeschaut. Gut, du bist ein Feind. Noch irgendwo ein Feind. Was ist das? Stab des Ketzers. Ruhiger Gesang. Okay. Intelligenz 16. Ne? Ich bin zu dumm dafür. Dieser Beschleuniger wurde über Generationen hinweg von ketzerischen Zauberern verwendet. Und Zauberei ist eine logische akademische Lehre. Ihre Stärke hängt stark von der Intelligenz ihres Anwenders ab. Fertigkeit ruhiger Gesang erhöht für ganz kurze Zeit die Zauberkraft, kann in beiden Händen getragen werden. Schick. Entweder höre ich so eine Missionarin oder... Was ist das für ein Geräusch? Dankeschön. Ja, da gerade, dass der Flammenstrahl eher ineffektiv hier ist, nehme ich die Hand mal raus. Aus der Ho ja, ihr wisst schon. Pretty interesting Ruine. Oh. Oh. Boah, das war knapp. Ey. Wow, daneben gestochen. Naja, okay, passiert. Geht's hier eigentlich weiter? Ich habe keine Ahnung. Okay, das war ein schlechter Moment. Wow. Oha. Oha, ja, toll, da, ja. Jetzt muss ich so lange weitermachen, bis ich nicht irgendwie einen Weg zurückbekomme, finde oder keine Ahnung. Ich Lagerfeuer finde Zaubererkapuze. Okay, hier finden wir also die Zaubererkleidung. Weißen Ring. Oh. Verkürzt Zauberwirkzeit. Ja gut, brauche ich jetzt nicht wirklich, aber okay. Ich komme bei der Kappe raus, ne? Ich wusste es. Okay, interessant. Das Loch habe ich echt nicht gesehen. Ich sollte öfters auf den Boden gucken. Seid ihr eigentlich böse oder? Oh, wie süß. Machen die auch Schaden?
Wie putzig. Oh, die sind so niedlich, ich kann die nicht besiegen. Alter, die ist verdammt flink für so eine große Krabbe. Kommt hier durch? Nee, ne? Die kleinen ja, aber die großen nicht, ne? Alter! Okay, ihr Kleinen, ihr müsst leider sterben. Tut mir leid, aber nichts Persönliches. Alter! Jo, was? Mamma mia! Mama, ach du Scheiben! Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Okay, die kleinen Krabben sind wie Hühner in Skyrim. Die sehen einen und dann sind die Behörden alarmiert, beziehungsweise die große Krabbe. Kuckuck. Ach du Scheiben! Jo, die macht guten Schaden. Aber ich hab sie gerade gefangen. Aber die hat eine gute Reichweite auch. Ich komme nicht. Was ist das? Die hat mich angespuckt und ich bin langsamer geworden. Ach du. Ja, und wie jetzt? Kann ich das mit einer. Ich sollte lieber weggehen. Kann ich das mit einer Fackel wegbrennen? Dann irgendwie. Kann ich die Krabbe in Feuer stecken? In Brand meine ich. Nein. Okay, okay, reg dich ab. Okay. Alter, reg dich ab. Okay, ich sollte echt aufpassen, Mann. Kommt das voran? Bombe vielleicht? Ah, hätte sein können. Ey, der macht ja Schaden. Nein. Klingt das was? Nein. Gut. Okay, das ist. Dagegen kann man auch nichts machen, ne? Okay, das ist echt gefährlich. Yay, die Krabbe ist tot, die Krabbe ist tot. I. So, es waren zwei Krabben, ne? Ich sollte die Scouts kaputt machen. Ach, hey, Leichnam. Grüne Blüte. Juhu. So, wo war die zweite? 14 Minuten schon, das hat mich Zeit gekostet. Wo ist die andere Krabbe? Nicht, dass die mich sieht, weil die Kleine mich sehen, da ist. Solltet den Moment nutzen, solange ich nicht gesehen werde. Und hier. Oh, Helm des gefallenen Ritters. Alter, das sieht ja cool aus. Rüstung des gefallenen Ritters, Stulpen und Hose des gefallenen Ritters. Oh, der Helm sah gerade sehr schön aus. So Metallhelm mit Kapuze. Oh, ich glaube, wir kriegen gleich neue Fashion. Ist das wieder so ein Ding, wo ich. Nein, ich muss von da irgendwie kommen. Okay.
außer jeder eines unbekannten Reisenden. Und wer bist du? Ach, noch ein NPC, natürlich. Es sind zwei. Ja. Also. Ach Leute, komm. Oh, da hat ein paar Hirschen. Ich hab die Peitsche nicht ausgerüstet. Ach, Damage. Ich hab die Peitsche nicht ausgerüstet. Au. Oha. Ich sehe nichts. Nein, ey, nein. Nein. Okay, das war der. Nein, das war der nicht. Jetzt war das der. Sind das Brüder oder so? Oder sind das diese gefallenen Ritter? Ich glaube, der hat kein Parierschild, ne? Vielleicht, keine Ahnung. Oha. Nein, nein, nein. Okay, ich bin doch nicht tot. Das war das letzte Ding. Alter. Hoch auf die Wurfmesser. Uff, so, erstmal looten. Riesenkeule. Schön. Und du lass mich raten, Riesenschwert. Verbannten Großschwert, Verbannte. Alter, mein Herz. Ja, das war's auch schon. Uiuiui. So, Loot gucken. Du, mach weg. So, was war das? Großkeule, Riesenkeule, Großkeule, das Ding? Ja, ich habe keinen Bock, das vorzulesen. Ich bin viel zu adrenaliert. So, verbannten Großschwert, was kannst du denn? Das blutbefleckte Großschwert gehörte einem der Wachhunde von Pharon, die über den Schlaf gefallener Soldaten wachen. Die Klinge ist eine Erinnerung an die einzigen Missetaten der Verbannten. Das Führen bedarf übermenschlicher Kraft. Ja, scheinbar hatte ich kein Wirbelhieb. Okay. Doch mal die Großkeule, Kriegsschrei, ah ja. Alter, halt, da waren ja noch die Dings, Banditen Doppeldolche. Ich kann die benutzen, okay, sehr gut. Was ist daran so besonders? Ein Dolchpaar, das zumeist von Banditen aus einem fernen Land verwendet wird, wird in jeder Hand ein Dolch getragen, sind verschiedene Angriffsvarianten möglich, darunter auch linkshändige Aktionen. Oh cool. Fertigkeit Schnellschritt. Cool. Dann zur Rüstung. 2,7, 4,6. Oh, leichter als mein Helm, okay. Helm des gefallenen Ritters. Okay. Ach, wenn ich zum Beispiel das denn anziehe. Ah ja. Der Helm ist tatsächlich besser, aber der hier. Sieht auch nicht schlecht aus, okay. Zauberer Kapuze. Mhm. Was ist das hier? Rüstung des gefallenen Ritters. Oh. Könnte ich theoretisch anziehen und mal gucken. Stufen des gefallenen Ritters, die sind alle leichter. Und Hose des gefallenen Ritters.
Und Moment, damit es komplett aussieht, hier, Helm. Und wie sieht es jetzt aus? Ja, okay. Ich habe den Helm mir etwas schöner erwartet, aber. Oha, das ist ja komplette Finsternis. Ich erinnere mich ein bisschen an Kylo Ren oder so. Ich habe Bock auf ein bisschen mehr Fashion Souls. Fashion Souls. Wettergamaschen. Hier. Dann sonst so. Hier so. Oh, toll. Wow, ja. Ja, ich weiß nicht. Das nach was aus oder? Ah, ich weiß nicht. Ne, passt nicht so wirklich. Moment. Jetzt? Wollen wir mal so herumlaufen oder? Ach, komm, oh, ich sollte mich heilen. Ich kann mich nicht heilen. Ach, wisst ihr was? Einfach um nicht zu verrecken, jetzt ziehe ich mal lieber doch die gute Rüstung an. Ah, Rittergamaschen. So. Da ist Mama Krabbe, glaube ich. Hoch. Kehr um. Ja, geht ja leider nicht für mich. Gibt es den Lagerfeuer? Bin ich jetzt hier? Ah ja. Heimatknochen. Ich sehe hier noch kein Lagerfeuer. Oha. Ja toll, und wie geht es hier weiter? Dort lang etwa? Oder dahin? Ich glaube, ich muss dahin, oder? Ja. Ich gehe jetzt hier nur runter, weil ich hoffe, Feuer zu bekommen. Ja! So. Sehr gut. Ja, vielleicht Feuer entzündet. Okay. Ja, 23 Minuten. Faronfeste, okay. Da sind irgendwelche Viecher. Folgendes. Danke fürs Zuschauen, sage ich dir schon mal. Und bis zum. Oh nein, die sind wieder da. Ich glaube, wir werden wohl das ganze Display eher in dieser Rüstung verbringen. Höchstwahrscheinlich. Okay, ich dachte schon, die sind wieder da. Aber nein, scheinbar nicht. Gut, dann muss ich noch mal zurückgehen, ne? Und da weitermachen, wo ich abgestürzt bin. Aber das alles erst in der nächsten Folge, denn hier geht es, glaube ich, weiter. Und ich weiß nicht, ob es hier einen Boss gibt oder nicht. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und bis zur nächsten Folge. Tut mir leid, dass das hier jetzt 25 Minuten gedauert hat. Tschüss. Ja, und verzeiht, wenn ich vielleicht eher
diese Rüstung benutzen werde. Größtenteils. Tschüss.